Hallo, mein Name ist Hartmut Hangen und ich bin bei der Hüsker Synthetik verantwortlich für technische Schulungen. Im Folgenden möchte ich Sie gerne über das Thema Erdfallüberbrückung mit Geokunststoffbewehrungen informieren. Die Existenz von Erdfällen und deren Bedeutung für bautechnische Fragestellungen findet in der Öffentlichkeit in aller Regel keine große Beachtung. Dies verkehrt sich jedoch ins Gegenteil, wenn Verkehrswege betroffen sind und somit öffentliche Sicherheit und Verkehr beeinträchtigt oder gar zum Stillstand gebracht werden. Die Entstehung von Hohlräumen im Untergrund kann verschiedene Ursachen haben. Einerseits können diese durch Aktivitäten wie Bergbau, Gas- und Ölförderung oder Grundwasserentnahme und Rückführung verursacht werden. Andererseits können ihnen auch natürliche Erosionsprozesse durch wasserlösliche Kreide, Gips- oder salzhaltige Böden zugrunde liegen. Absenkungen oder sogenannte Erdfälle an der Oberfläche treten dann auf, wenn zum Beispiel Verbauer von Abbaustrecken altersbedingt versagen oder erodierte Hohlräume eine kritische Größe erreichen und überlagernde Bodenschichten keine ausreichende Mächtigkeit oder Festigkeit haben, diese zu überbrücken. Oft ist das Eintreten von Erdfällen verbunden mit einer Veränderung im Grund- und Oberflächenwasserhaushalt. Lösungsvorgänge und Volumenumlagerungen können dadurch beschleunigt oder erst in Gang gesetzt werden. Die Konzepte zur Sicherung und Überbrückung von Erdfällen können vielfältig sein und reichen von der Verwahrung der Hohlräume durch Injektionen mit verschiedenen Füllern oder Beton bis zur Errichtung von umfangreichen Stahlbetonkonstruktionen. Zudem können Sicherungen so konzipiert werden, dass sie regulären Verkehr entweder permanent sicherstellen. Während der gesamten Nutzungsdauer dürfen also keine nennenswerten Verformungen an der Geländeoberfläche auftreten oder nur für einen kürzeren Zeitraum, eine Zeitspanne, die ausreicht, den Verkehr kontrolliert und geordnet zu unterbrechen und weitergehende Maßnahmen einzuleiten. Die Wirkungsweise einer Erdfallsicherung mit Geokunststoffbewehrungen lässt sich recht einfach erklären und gut mit dem Verhalten einer Wäscheleine vergleichen. Nach Aushub einer in der Regel bis zu ca. 2,5 Meter dicken Bodenschicht wird die Bewehrung in einer oder in zwei senkrecht zueinander angeordneten Lagen über dem Gefährdungsbereich ausgelegt und außerhalb desselben verankert. Im Beispiel der Wäscheleine sind dies die Haken in der Wand. In Fällen, bei denen Hohlräume dicht an der Geländeoberfläche anzutreffen sind und benachbarte Bebauung dies zulässt, ist es sinnvoll, der Verlegung einer Bewehrung vorauseilend eine Tiefenverdichtung, zum Beispiel unter Einsatz eines Fallgewichtes, die sogenannte dynamische Intensivverdichtung oder auch DÜNIF, durchzuführen. Wenn das Bauwerk ein neu zu schüttender Damm ist, kann Bodenaushub natürlich entfallen. Tritt nun ein Erdfallereignis ein, belastet der Boden die Bewehrung, welche sich infolgedessen durchhängen und ein Einstürzen der Bodenmassen verhindern wird. Nur bei kleinen Erdfällen und verhältnismäßig großen Überdeckungshöhen kann sich im Boden oberhalb der Bewehrung ein stützendes Gewölbe einstellen. In der Regel hängt die Bodenmasse aber vollständig auf der Bewehrung. Je höher die Dehnsteifigkeit der Bewehrung oder der Wäscheleine, desto weniger hängt sie durch. Stellen Sie sich als Extrembeispiel vor, dass Ihre Wäscheleine ein Stahlseil wäre. Die Leine Ihres Nachbarn wäre ein Gummiband. Neben den Festigkeitseigenschaften hat auch das Kriechverhalten der Wäscheleine bzw. der Bewehrung eine große Bedeutung. Neigt eine Bewehrung dazu, stark zu kriechen, würde der Durchhang einer Bewehrung bei gleichbleibender Belastung zunehmen. Für den Einsatz bei Erdfallüberbrückungen kommen deswegen nur Geokunststoffe in Frage, welche aus hochwertigen, also dehnsteifen und kriecharmen Rohstoffen gefertigt werden. Gängige Materialien in diesem Bereich sind Aramid und Polyvinylalkohol. Bewehrungen aus Polyester sind zur Überbrückung von Hohlräumen mit geringen Durchmessern geeignet. Die erforderliche Kurzzeitfestigkeit der Materialien kann oftmals weit über 1000 kN pro Meter betragen, also 100 Tonnen auf einem 1 Meter breiten Streifen. Geokunststoffe sind duktile Baustoffe. Besonders im Hinblick auf außergewöhnliche Bemessungssituationen, zum Beispiel bei einer Überschreitung des oftmals nur schwer zu prognostizierenden Bemessungsdurchmessers eines Erdfalles, bieten Sicherungskonzepte mit Geokunststoffbewehrungen einen hohen Grad an Sicherheit. Im Vergleich zu Stahl bzw. Stahlbeton
eher spröderen Baustoffen verfügen geosynthetische Bewährungen trotz zunehmender Deformation über eine beträchtliche Tragfähigkeit. Die Gebrauchstauglichkeit einer Konstruktion kann in solchen Extremfällen natürlich nicht mehr gewährleistet werden. Ein katastrophaler Einsturz kann unter Umständen aber verhindert werden. Stahl- oder Stahlbetonkonstruktionen würden bei Überschreitung der Traglast im Gegensatz dazu ohne deutlich erkennbare Vorankündigung sehr plötzlich versagen. Damit eine Erdfallsicherung mit geosynthetischer Bewährung unmittelbar nach Eintritt eines Erdfalls aktiviert werden kann, ist eine hochwertige Bauausführung und kompetente Bauüberwachung unerlässlich. Nur so kann eine faltenfreie Verlegung und ordnungsgemäße Verankerung der Bewährung gewährleistet werden. Durch Erdfälle verursachte Schäden an Verkehrswegen können gravierende Behinderungen im privaten und öffentlichen Raum und Verkehr verursachen. Projekterfahrungen, welche im Laufe der letzten 20 Jahre gesammelt werden konnten, zeigen, dass die Überbrückung von Hohlräumen mit Hilfe von Geokunststoffbewährungen sich sogar für Schienenverkehrswege als technisch machbare, aber auch als wirtschaftlich vorteilhafte Sicherungsvariante erwiesen hat. Ich hoffe, die Präsentation war interessant für Sie. Sollten Sie an weiteren technischen Details und Hüsker-Lösungen interessiert sein, besuchen Sie uns doch auf unserer Webseite oder kontaktieren Sie uns gerne persönlich.